Ja, und jetzt schauen wir mal auf den gestrigen Fußballabend. Tim Detering ist hier. Tim, tja, gestern Lotte gegen BVB. Das war wohl nichts. Da wurde das Spiel abgesagt wegen Regen. Warum denn Regen? Warum wird da ein Pokalspiel abgesagt? Na gut, es waren jetzt nicht ein paar Regentröpfchen, sondern es waren ganz schön viele und dazu noch relativ massiver Schneefall. Und man muss einfach sagen, Lotte, das ist dritte Liga, das ist jetzt keine Hightech-Bundesliga-Arena mit einem Rasen, der vergleichbar ist mit dem auf dem Center Court von Wimbledon. Also der war schon relativ ramponiert in den letzten Wochen und Morten hat den Winter nicht so gut überstanden. Und dann kam da einfach gestern zu viel drauf, es konnte nicht gespielt werden. Das war die richtige Entscheidung, würde ich definitiv sagen. Und das Spiel wird jetzt wiederholt. Das heißt, Lotte ist auch ein paar Wochen länger noch im DFB-Pokal dabei. Um es vielleicht mal positiv zu sehen, am 14. März wird es jetzt wiederholt, das Spiel. Die Frage ist noch, wo? Lotte würde natürlich gerne zu Hause spielen, in ihrem kleinen Hexenkessel, würden auch sogar zur Not noch einen neuen Rasen verlegen. Jetzt ist die Frage, ob das so schnell dann anwächst. Das Wetter ist jetzt ja relativ unbeständig noch in den nächsten Wochen. Mhm. Könnte sein, dass ausgewichen wird. Bremen, Bielefeld, Osnabrück sind da drei Möglichkeiten. Und da zum Beispiel hätte der Regen, hätte der Schnee nichts gemacht, weil die ordentlichen Rasen haben, Rasenheizung und sowas? Ja, also genau, die modernen Stadien haben ja alle eine super Drainage, haben eine Heizung und da hätte man das wohl nicht absagen müssen, das Spiel. Sprechen wir über einen anderen Bundesliga-Star, einen Akteur, der gerade im Krankenhaus war, Kevin Großkreuz, aufgrund nicht einer Sportverletzung, sondern einer Rangelei, eines Kampfes, einer Schlägerei. Was ist da passiert? Ja genau, der fehlt ja zurzeit wegen einer Fußprellung. Das war jetzt nicht das Problem, weshalb er ins Krankenhaus musste. Kevin Großkreuz war feiern in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und um knapp 2 Uhr kam es dann zu einer Prügelei, in die der Stuttgarter verwickelt war. Hat da Schläge abbekommen, ist auf den Hinterkopf gestürzt. Da sind heute Fotos aufgetaucht, die ihn mit einem dicken Kopfverband zeigen. Ja, das ist wirklich nicht schön anzusehen. Deswegen musste er ins Krankenhaus, wurde heute auch nochmal untersucht und da ist jetzt natürlich die Frage, wie es weitergeht, einmal wie die Verletzungen ausheilen, aber auch für Großkreuz im Verein beim VfB Stuttgart. Okay, und kann da noch was nachkommen? Gibt es da vielleicht so die Möglichkeit eines Rausschmisses? Ja, also das wäre auf jeden Fall die extremste Lösung seitens der VfB Stuttgart-Bosse, aber unwahrscheinlich ist das nicht unbedingt. Es ist zumindest im Rahmen des Möglichen, dass sich das irgendwie von einer Geldstrafe bis tatsächlich zum Rauswurf bewegt in diesen Dimensionen. Die sind natürlich alles andere als begeistert, die Stuttgarter, weniger jetzt von der Prügelei, da konnte er ja höchstwahrscheinlich nichts für, aber dass er überhaupt zu dieser Uhrzeit mitten in der Woche, obwohl er sich eigentlich regenerieren soll, noch unterwegs ist. Also da ist es spannend, wie es weitergeht. Rauswurf nicht ausgeschlossen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.